So, nu aber. Heute wäre das was. Hat das mit deinem Auto geklappt? Ach, halt auf, du. Wollt nicht? Will ja nicht drüber reden, du. Erzähl mal. Ich hab doch meinen alten Twingo verkauft. Und hat das geklappt? Nach Baden-Württemberg habe ich den verkauft. Was hast du gekriegt dafür? 5,8. 5,8? 5,8. Mit TÜV. Hast TÜV noch machen lassen? Ja, bei Rainer, der macht mir das doch immer. Das ist auch besser so. Ja, Rainer guckt doch ja nicht immer so genau hin, ne? Nee. Eigentlich trinken wir immer nur Kaffee und schnacken über Fußball. Wie lange untersucht er das Auto denn? Das hat er, diesmal hat er das eigentlich gar nicht untersucht. Das ist nicht dein Ernst. Der hat das doch auch so mit dem Rücken, da kann er sich nicht unter das Auto legen, du. Und dann gibt er dir einfach so TÜV. Der gibt mir einfach so TÜV, Didi. Das ist ein Kumpel von mir. Das ist doch gefährlich, Kalle. Offensive, Offensive, wo ist denn die Offensive, Männer? Und da hast du jetzt mit gefälschten TÜV dein Auto verkauft. Ja, das ist auch viel günstiger, als wenn du zum richtigen TÜV gehst. Was nimmt Rainer denn dafür? Eine Buddel Bacardi. Leute. Das Auto war eigentlich auch fast in Ordnung, nur mit dem Heckgetriebe stimmte irgendwas nicht. Mit dem Heckgetriebe? Hinten, beim Abgaskrümmer, Didi. Ja. Das ist doch die Auspuffblende. Ja. Und wenn du dann die Zündkerze anmachst, ja, dann fängt immer die Zylinderkopfdichtung an zu lecken. Ach du Scheiße doch. Rainer sagt, es ist kein Problem, so eine leckende Zylinderkopfdichtung. Ich finde das nicht gut, dass du da ein kaputtes Auto verkauft hast. Was ist mit dir denn los, Didi? Bist du Mutter Teresa oder was? Wenn dem jetzt was passiert, was ist dann? Ja, dem ist ja schon was passiert. Was ist dem passiert? Ja, dem ist das Lenkrad abgefallen. Was? Ja, das Lenkrad ist abgefallen, doch. Wie kann der denn angehen? Rainer sagt, wenn die Unterdruckpumpe an das Thermogehäuse kommt. Ja. Ja, dann hast du Weihnachten, du. Was? Spiel doch zu, Kieselbach! Das steht doch völlig frei! Und jetzt hast du dir ein neues Auto gekauft, oder was? Ja, ein Fiat. Welchen? Multipla. Multipla? Ja. Den hässlichen? So, nun komm mir mal nicht damit, Didi. Das ist das hässlichste Auto der Welt, das weißt du, ne? Hast du dir den neuen BMW mal angeguckt? Welchen? Den neuen? Du hast keine Ahnung von Autos, Kalle. Du kannst mal aufpassen, dass ich dir gleich den Paar in die Fresse haue, du. Kritik kannst du auch nicht. Ich bin der größte Knight Rider-Fan aller Zeiten. Sag du mir mal nicht, dass ich mich nicht mit Autos auskenne hier, oder was? Wo hast du denn den Fiat her? Rainer hatte den gerade bei sich stehen. Und was hast du bezahlt? 21. Was? 21, Didi. Das ist nicht dein Ernst. Gebraucht. Du verarschst mich. Das ist ein stolzer Preis, Didi, das weiß ich auch. Aber der hat auch Sitze, die man umklappen kann, ne? 21.000 für einen gebrauchten Fiat Multipla, ich glaub's nicht. Ja, was hättest du denn bezahlt? Ach, hör du auf. Bist doch anscheinend hier der Autoexperte. Was hättest du denn bezahlt? Für einen gebrauchten Fiat Multipla? Ja, sag mal. 1,5. Ja, ich lach mich kaputt. Was? Ja, da lachen doch die Hühner, Didi. Wieso? Wenn der Checkheft gepflegt ist, Didi. Ach, mindestens 7. Du hast keine Ahnung, Kalle. Der hat aber auch noch TÜV, ne? Darf's nicht vergessen. Ja. Und Parkscheibe habe ich auch noch umsonst bekommen. Mhm. Ja, halt doch deine Fresse, du Pisser. Ich habe mir letzten Monat einen elektrischen gekauft. Ja, weiß ich. Woher weißt du das denn? Haben die Männer in der Bierklause mir erzählt. Das ist eine feine Sache, so ein Elektroauto, doch. Guck mich mal an. Wieso? Elektroautofahrer und kein Lippenstift drauf, das wundert mich. Du hast doch einen an der Luke, hast du doch. Didi, was er mit dem Motorsound? So eine Karre muss Geräusche machen. Leg ich keinen Wert drauf, Kalle. Wenn du da mit dem Gaspedal am Tanzen bist, muss auch was zurückkommen. Ich finde das gut, dass der umweltfreundlich ist, doch. Stell dir mal vor, du bist mit so einer geilen Alten im Bett. Mit meiner Frau, oder was? Ich hab gesagt, mit einer geilen Alten, Didi. Ach so. Stell mir vor, mit so einer geilen Alten bist du im Bett. Ja. Und ihr seid ja gerade ordentlich am... Was? Zack! Ah, okay. Fletch! Verstehe. Ja, und was dann? Und dann gibst du richtig Gas. Ja. Du hämmerst dir die Seele auf dem Leib, Didi. Ja. Ja, und dann stell dir mal vor, von der Alten kommt nichts. Wie? Ja, die bewegt sich zwar, aber da kommen keine Geräusche von der. Hm. Gar nichts. Ja. Kommt nichts zurück. Ja. So ist das mit dem E-Auto. Ach, also. Da will ich Feedback. Da brauche ich Feedback. Für deinen neuen Fiat Multipla wirst du genug Feedback bekommen aus der Bierklause von den Jungs, wenn die sehen, dass du das hässlichste Auto der Welt gekauft hast. So, jetzt kriegst du eins in die Fresse. Jetzt habe ich... eins nur verloren. Schade. Noch eine Wurst? Ja, noch eine Wurst.